Hey mein Lieben und herzlich willkommen hier zu meinem ersten, Turnier. Es ist tatsächlich so weit. Das Update ist da und ich werde einfach mal auf Kämpfen klicken und bin gespannt, gegen wen ich überhaupt antreten werde und vor allem gegen was für eine Karten. Okay, ich bin ein kleines bisschen nervös. Ich werde jetzt, ja, viel Glück. Okay, ich werde mein Dickerchen mal als erstes hier hinsetzen. Ah, weiß ich nicht, ich spiele jetzt das erste Mal dieses Spiel hier, also dieses Turniermäßige, und bin da doch recht nervös und vor allem wird mich das auch interessieren natürlich, wie stark die jeweiligen Gegner alle sind. Bedeutet also, dass ich natürlich ein bisschen vorsichtig bin in dem, was ich tue. Logischerweise. Okay, die Hexe ist wenigstens schon mal ein kleines bisschen platt. Jetzt müssen wir uns hierum kümmern, wollte ich gerade sagen. Kümmern wir uns darum oder... Nee, wir lassen jetzt hier unten links die einmal in Ruhe. Kümmern uns aber hier oben einmal um die Hexe, dass unser Dickerchen vielleicht ein kleines bisschen durchkommt. Wäre natürlich supi. Los, einmal noch, yay! Okay, das erste ist schon mal tatsächlich relativ gut durchgekommen auf der rechten Seite. Wir werden jetzt die hier ein kleines bisschen ablenken. Okay, super, danke. Jetzt kommen die Sperrkobolde nochmal hin. Perfecto mundo! So, hier auf der rechten Seite die Prinzessin zum Schutz und dann werden wir gleich nach links rüber gehen und uns um den anderen Tower kümmern. Bedeutet, wir werden natürlich hier gleich erstmal unser Dickerchen wieder hinsetzen. Ich könnte tatsächlich sogar sagen, dass demnächst bestimmt die Hexe wieder auftreten wird von den lieben Gegner. So, und den Magier hingesetzt. Genau, ja, das habe ich nämlich erwartet. Hier die Hexe lasse ich eben einmal kurz ein bisschen durchlaufen. Dass sie, genau, sich auf den Tower konzentriert. Okay, die hätte ich jetzt noch nicht setzen sollen. Komm, einmal fixieren. Ja, los, tötet es, tötet ihn, yay! Oh, es sieht tatsächlich ganz gut für uns aus. Unser erster Kampf hier im Turnier läuft eigentlich relativ gut. Ich bin begeistert, tatsächlich. Hätte jetzt nur nicht damit gerechnet, dass das jetzt hier so funktioniert. Wir werden mal hier links mit unseren Riesen durchgehen und abwarten, was gesetzt wird. Genau, hier den Magier hin. Hier mal die Sperrkobolde schon mal. Das passt eigentlich soweit. Und hier die Prinzessin auch nochmal. Ist ja eigentlich gerade ganz praktisch. Ich werde mich mal hier drum kümmern. Na, lasst ihr mal meine Prinzessin in Ruhe oder was? Und wir haben, drei Kronen. Yay! Ich finde das voll geil. Okay, wir haben gewonnen. Erste Runde haben wir locker geschafft. Okay, 30 Trophäen haben wir, also Pokis haben wir bekommen und 15 Gold. Ich bin jetzt irgendwie auf Platz 3 von dem ganzen Turnier und würde somit, ich glaube, 15 Karten bekommen vielleicht. Mich würde es interessieren, wenn ich jetzt... Also das Turnier allgemein geht ja, wie man sehen kann, eine Stunde, 46 Minuten und 35 Sekunden noch. Und ich denke, dann kämpft man halt so lange, bis man wahrscheinlich keinen Bock mehr hat, irgendwie zu kämpfen. Und würde ich jetzt mal behaupten, ne? Oder was steht jetzt hier als Info? Dauer eine Stunde offen. Von Paul der Gott. Okay, also ich würde jetzt mal sagen, wir kämpfen jetzt auf jeden Fall nochmal eine Runde. Damit wir vielleicht auf Platz 2 oder Platz 1 kommen. Mit Glück. Okay. Ich würde mal ganz stark behaupten, dass die Arenen immer willkürlich wirklich ausgewählt werden. Also spontan mal so, mal so. Würde ich jetzt einfach ganz knallhart sagen. Und ich denke, das stimmt, weil es bringt ja nichts, jetzt zu behaupten, dass... Zum Beispiel, er ist ja 9, ich bin 9, das wäre ja total unlogisch. Und hier, ich glaube, in der 5er-Arena oder sowas reinzusetzen. Deswegen passt das eigentlich im Moment ganz gut. Ich muss jetzt hier ein kleines bisschen erstmal wieder aufpassen und mich konzentrieren. Okay, das ist jetzt hier natürlich relativ kacke. Okay, unser Dickerchen, glaube ich, wird es nicht schaffen, da durchzukommen. Aber mit Hilfe unseren Magier ist es tatsächlich ihm gelungen. Yay! Mega geil. Oh, ich liebe mein Deck. So, jetzt werden wir uns einmal darum kümmern, dass er mir hier mit seinem Elixiersammler nicht zu sehr irgendwie auf den Leib rückt.
Hier kommt mein Riese hin. Einmal kurz abwarten. Na komm, na los, na los, na los, na los. Wird doch mal ein bisschen schneller hier. So, ich habe mir nämlich ehrlich gesagt sowas gedacht. Komm, Dickerchen, ist nicht. Ich muss mich allerdings auch gleich irgendwie darum kümmern, dass hier mein Magier auf der linken Seite auch durchpusht. Ah, ich hab's geahnt, dass der durchkommt. Nö, 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 nö. Oh, dass er gleich... Was soll denn das, dass er gleich auf mein Haupttürmchen drauf geht? Ach Mist, das sah als erstes so gut für uns aus. Ich glaube, ich werde das jetzt genauso machen wie er. Ich werde auf der rechten Seite versuchen durchzukommen. Kacke. So war das eigentlich nicht geplant. Die Betonung liegt auf eigentlich. Oh, wie er das jetzt einfach erstmal schafft, mich hier unten durchzurushen. Natürlich nicht drauf geachtet, dass er da jetzt schon so übelst viele Pokis von mir bekommen hat. Wo bin ich jetzt? Ich bin auf Platz. Wo bin ich? What the fuck? Nö, 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 nö. Wir wollen nochmal kämpfen. Und wir sind somit in der neuen Arena. Mega geil. Das ist das erste Mal, dass ich dir jetzt halt spiele. Ja klar, ist neu. Wir probieren es auf jeden Fall irgendwie auf Platz 1 zu gelangen und zu kommen. Ob wir das jetzt hinkriegen oder nicht, ist natürlich die andere Geschichte. So, super. Los, 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 los. Ich glaube an dich. Dickerchen, du schaffst das. Ach, kacke. Ich wollte das eigentlich ein bisschen weiter nach links gesetzt haben. Dass sozusagen die Kanone auch ein bisschen mit Schaden erleidet. Ich werde hierfür als Ablenkung die Kanone auf jeden Fall nehmen. Die Prinzessin dahinter. Okay, läuft schon mal bei uns. Nee, das kriegen wir jetzt nicht hin. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Mach mal hier die da oben bitte einmal kaputt. Perfekt. Ah, oh, wie geil, wie fail das einfach gerade mal gewesen ist. Wir werden auf jeden Fall trotzdem weiter rechts durchpushen mit ihm hier. Und ich werde... Kacke. Auch lustig, ne? Ich werde kacke. Jo, läuft bei uns. So, warten wir mal kurz ab. Perfekt. Danach kommt hier wieder unser Dickerchen. Also als Schutz kommt der Magier hin. Wir müssen jetzt allerdings nur ein kleines bisschen aufpassen. Dadurch, dass wir ja wissen, dass hier die lieben, genau deswegen, die lieben Barbaren ja gesetzt worden sind vom Gegner, hoffe ich jetzt, dass ich allerdings damit durchkomme und wenigstens einen Schaden erreiche. Das war nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Jetzt können wir vielleicht mit unserer Prinzessin ein kleines bisschen durchpushen, ja oder auch nicht. Dann nehmen wir halt unsere Sperrkobolde und machen dadurch ein bisschen Schaden. Ich muss jetzt hier echt nur mega, mega aufpassen. Weil er ja den wunderschönen Schweinereiter mit am Start hat. So, das passt vielleicht ganz gut. Genau deswegen meine ich das. Super, so, da kommt unser Dickerchen hin. Hier auf der rechten Seite kommt die Prinzessin hin. Ich hoffe, dass er nicht unbedingt gleich... Vorsichtshalber. Na, 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 was soll denn das? Los, los, los! Yay! Na, ist nicht. Hier, komm, geh auf meine Kanone. Ja, brav macht ihr das. Oh, ihr macht das so toll. Wupp, wupp. Phew. Okay, einmal gewonnen, einmal verloren, einmal gewonnen. Läuft bei uns. Plus 30 Pokis. Mega nice. Wo bin ich jetzt? Auf Platz 10. Ich würde 10 Karten haben. Also ich denke mal, dass wir hier so viel spielen können, wie wir halt spielen wollen. Innerhalb dieser einen Stunde.
So, meine Lieben, es ist soweit. Die letzten 8 Minuten des ersten Turniers von mir laufen gerade ab. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich auf Platz 8 hoch zu kämpfen. Und ja, ich würde behaupten, die letzten 2 Kämpfe müssten wir noch schaffen. Wollte ich mit euch natürlich live aufnehmen und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und hoffe natürlich nicht unbedingt, dass ich jetzt noch so viele Punkte verliere. Mindestens, wenn ich jetzt rein theoretisch noch einmal gewinne, müsste ich auf Platz 3 wenigstens bleiben und erhalte damit 15 Karten. Ich bin sehr gespannt, sehr aufgeregt und mein Herz klopft wie nichts Gutes, weil ich hätte jetzt wirklich damit gar nicht gerechnet, dass ich wirklich unter den Top 3 von 50 Spielern bin. Ja, wir hoffen jetzt natürlich noch, dass wir überhaupt irgendwie einen Kampf zu Gesicht bekommen. Irgendwie gerade läuft das nicht so wirklich gut ab. Was ich allerdings gut finde, ist tatsächlich, dass zwischendurch, wenn jetzt man hier zum Beispiel wartet, dass unten bei den Tipps stehen jetzt zum Beispiel die effiziente Tor. Jetzt wollte ich euch das erzählen. Also man kann da auf jeden Fall weiterklicken. Oh nein, und der hat 277 Pokale. Uhuhuhu, ich bin nervös. Okay, wir setzen als erstes hier unsere Kanone mal hin und warten vor allem ab, was er als nächstes setzen wird. Okay. Okay, hier kommen die Sperrkobolde hin. Unser Dickerchen einmal kommt dahin. Dahinter der Magier. Und ich hoffe eigentlich gleich, dass ich mit den Kobolden ihn hier ein kleines bisschen schneller zerstört bekomme. Na super, da hat er einen Zap. So, da setzen wir die Prinzessin hin, dass er auch ein bisschen Damage bekommt. Jetzt die blöde Valkyrie auch noch. Na, 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 komm hier wieder zurück. Ah, scheiße. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein, 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 nein. Einer hat überlebt, okay. Mist, die waren zu gut und zu schnell gewesen gerade. Jetzt muss ich allerdings ein kleines bisschen aufpassen, was wir setzen. Wir werden unser Dickerchen gleich... Normalerweise, wir werden den Feuerball benutzen und einmal den Eismagier da oben zerstören, damit wir es hinbekommen eigentlich. War das so mein Plan gewesen, dass wir das hinbekommen vielleicht. Dadurch ihn sozusagen ein kleines bisschen zu unterbrechen von der ganzen Geschichte. Sieht aber nicht so aus, wir warten jetzt erstmal einmal ab. Weil genau das habe ich gedacht. So, lassen wir die Valkyrie nochmal ruhig durchrennen. Die Kanone setzen wir hier hin. Dahinter unsere Prinzessin. Super, die macht jetzt auch ein bisschen Schaden. Okay, der Sap lebt noch. Ich glaube, das sieht leider für uns nicht arg so toll aus. Setzen wir hier unseren Riesen wieder hin. Einmal die Sperrkobolde. Ich habe mit sowas gerechnet, um ehrlich zu sein. Warten wir einfach ab. Hier setzen wir unseren Magier hin. Unsere Prinzessin, die auch noch ein bisschen mehr Damage macht, denn unsere Kobolde. Und ich hoffe eigentlich, dass wir mit Hilfe des Riesens die Valkyrie gleich nochmal ablenken können. So war das eigentlich auch geplant. So setzen wir den Feuerball nach da oben. Damit der Zap ein bisschen schneller down geht, weil der... diese blöden Barbaren, was soll denn das? So, hier setzen wir unsere Prinzessin hin auf der rechten Seite. Wir lassen wenigstens, oder wir versuchen wenigstens, ihnen nicht alle beide Türme zu geben. So, 5 Minuten endet der Kampf. Mist, ich hätte mal noch nicht kämpfen sollen, dann wäre ich wenigstens auf Platz 3 geblieben. Jetzt, glaube ich, verliere ich doch relativ viele Pokis. Kampf ist vorbei. Ach ja, gutes Spiel. Kommen wir jetzt mal minus 25 und ich bin jetzt auf Platz 4. Ach nö, das gibt's nicht. Ah. Okay, unser letzter Kampf. Also entweder rutschen wir jetzt auf Platz 5 runter oder wir kriegen es tatsächlich noch hin, auf Platz 3 wieder hochzukommen. Ich bin sehr gespannt und hoffe es, ehrlich gesagt, weil 10, also 15 Karten zu 10 Karten ist ja schon ein kleiner, feiner Unterschied. Oh, wir haben sogar einen Zuschauer. Das finde ich außerdem auch recht cool, dass oben rechts, so wie jetzt ganz normal bei den Clan-Spielen, es zu sehen ist, wer halt mitspielt und wer nicht. So, unsere Prinzessin werden wir mal dahin setzen, dass sie auch gleich die andere Prinzessin so ein kleines bisschen zerstört. Alles klar. Plupp.
Lassen wir die Kobolde noch mit hinterher. Hoffen wir, dass der Deckerchen da wenigstens rankommt. Ja, super. Super, super, super. Ja, perfekt. Hihihi. Sehr gut gewesen. Okay, dass wir jetzt so schnell da durchrushen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Ja, läuft bei uns. Ja, wow. Ich war selber gerade ein bisschen überrascht gewesen. Cool. Okay, mit Glück kriegen wir es tatsächlich hin, noch auf Platz 3 wieder hochzukommen. Für das erste Turnierspiel würde ich doch mal behaupten, nicht so schlecht. So, ihn lenken wir mal ein bisschen ab. Ich warte jetzt darauf. Okay, jetzt kommt hier natürlich diese blöde Prinzessin. Auch von ihm. Ich hoffe. Na, was kommt da jetzt? Kriegt es noch einmal hin? Nee. So, hier hinten setzen wir unser Magier einmal hin. Ah, okay, er hat noch eine legendäre Karte, und zwar den Miner. Gut, 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 gut. Laufen wir durch. Das Gute oder beziehungsweise auch Schlechte bei der Prinzessin ist leider natürlich, dass es immer drauf ankommt, wie sie halt steht. Wenn sie sich irgendwo fixiert hat, ist natürlich das Problem, dass sie davon nicht mehr losgerissen wird und alle anderen Viecher, Truppen auf sie halt eingehen können. So, ich werde meinen Dickerchen hier hinsetzen. Die Kanone als Abwehr. Wir brauchen eigentlich unseren Magier. Okay, Kobolde kommen wir dahin. So, hier kommen die Sperrkobolde hin, damit die vielleicht noch darauf gehen. Unser Magier kommt dahin. Genau, perfekt. Zerstört die mal bitte. Jetzt kommt unser Riese nochmal wieder dahin. Lauf, 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 lauf. So, die Kobolde werden da nochmal hingesetzt. Hier rechts auf der Seite die Sperrkobolde. Dann nochmal unsere Prinzessin, dass wir durchrushen können. Puh, oh mein Gott. Zum Glück. Nö, nö, nö. Wenn will ich denn schon 2-0, ne? Also, wenn ich mir das schon aussuchen darf. Wenn schon, denn schon. Ich könnte mit unseren Dickerchen jetzt hier noch durchrushen. Ich bezweifle aber allerdings, dass wir das noch schaffen werden. Oh mein Gott. Ah, wir haben es zum Glück wieder geschafft, auf Platz 3 zu gelangen. Rein theoretisch, wenn uns jetzt kein anderer da noch überholt hat. Und wir sind auf Platz 5. Oh nö. Oh nö. Ich muss nochmal kämpfen. Ach nö. Kriegen wir noch einen Kampf hin innerhalb einer Minute? Ich weiß dann gar nicht, wird das dann noch zugerechnet oder nicht? Der letzte Kampf. Würde mich interessieren. Ah, und ich freue mich gerade schon so mega. Was soll denn das? Ach nö. Vielleicht haben wir Glück und der letzte Kampf wird noch zugerechnet. Mit viel Glück. What the fuck? Okay, geht ja gut ab hier, der Herr. Wir warten noch einmal kurz ab. So. Die Sperrkobolde, dass sie halt auf den Sack gehen. Super, das war auch voll so geplant. Denn unsere Prinzessin, die von hinten vielleicht die Barbar nochmal ein kleines bisschen Damage bekommt. Ich hoffe jetzt, dass er nicht... Ich hoffe es bitte nicht. Oh, perfekt. Er hätte ja nicht sein können, rein theoretisch, dass er jetzt einen Frostzauber mit am Start hat. Hat er aber nicht. Sieht aber allerdings gerade nicht allzu prickelnd für uns aus. Ich kenne irgendwie den Clan. Irgendwoher habe ich den schon mal gesehen. Also den klaren Namen. Wir werden unseren Magier hier gleich hinsetzen. Davor denn den Riesen. Wohl nö. Kanone, mach mal was. Tu mal was für dein Geld. So. Ich werde dich aber einmal kurz dafür benutzen. Nicht schon wieder, was soll denn das? Oh, das gibt's doch nicht. Okay, meine Taktik funktioniert gerade nicht, wie man sehen kann. Oh, kacke, der holt sich jetzt einen Turm. Nee, ich will nicht verlieren. Oh, kacke, was soll denn das? Ach, du Heilige. Okay, ich muss mich jetzt mega anstrengen. Diese blöden Barbaren.
muss mir tatsächlich jetzt hier ein kleines bisschen was anderes einfallen lassen. Sieht vielleicht ganz gut aus für uns. Okay, rechten Turm haben wir schon mal. Oh mein Gott. Ach, er hat auch den Magier. Okay. Läuft bei ihm. Wenn wir einmal fix zerstören. Nee, nee, komm. Oh, perfekt. Perfekt, 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 perfekt. So, warten wir einmal ab. Wir setzen jetzt hier die Kobolde hin. In unseren Dickerchen. Und hier die anderen fixen, schnellen Kobolde, da wo ich hoffe, dass da gleich irgendwie was Schönes passiert. So, dann die Prinzessin. Und einmal den Zap. Oder Zap. What the fuck? Das fand ich jetzt gerade unschön. Oh, 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 oh. Okay, das war recht gut gekontert gerade. Damit hätte ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. So, die Prinzessin mal hier hin, damit sie da oben vielleicht schon mal ein kleines bisschen Schaden macht. Kanone. Riese. Sperrkobolde. Die normalen Kobolde dahin. Perfekt. So, dahinter kommt die Prinzessin. Der Magier kommt hier rechts an der Seite. Los geht's zur Kanone. Perfekt, Feuerball. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Nein, das gibt's doch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, 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 komm. Schneller. Yay! Oh Gott! Wow, wir haben 13 Zuschauer! Aber oh, wie episch! Oh, das war zwischenzeitlich noch so knapp gewesen, vor allem am Anfang. What the fuck? Okay, und das Turnier ist zu Ende. Ich habe 17 Pokés bekommen und bin damit wenigstens noch auf Platz 4 gerutscht. Ah, schade, leider nicht auf Platz 3, so wie ich das erhofft habe, aber mega cool. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich jetzt hier nach links klicke und dann wieder nach rechts, okay, das passt wenigstens. Wie sieht das aus? Da sind 10 Karten drin und 2 seltene. Also die Truhe ist schon mal mega cool, finde ich. So 50 bis 70 Gold ist eigentlich auch okay. Ist eine Arena 7 Truhe, also wird dementsprechend auch immer nach der Arena so ein kleines bisschen gehandelt. Ich finde es mega episch und vor allem für mich ist das auf jeden Fall cool. Für euch so die Streams. Also mit Streams und so kann man da richtig schön viel was machen und die ganze Zeit kämpfen und so. Ich finde das mega geil. Mich würde es interessieren, was haltet ihr eigentlich so jetzt von den Turnieren? Ich finde das Update mega klasse. Hoffe vielleicht auch, dass ich es hinbekomme, dass da vielleicht eine schon neue Karte mit drin ist, mit viel Glück. Und ja, dann verabschiede ich mich. Hoffe, euch hat das Video gefallen und ich sage tschüss, bye und bis zum nächsten Mal. Tschuhu!